Du arbeitest in Word mit grafischen Elementen wie Bilder oder Autoformen zum Beispiel und dabei hast du immer wieder Probleme, diese exakt oder passend auszurichten. Wie kannst du dabei vorgehen? Welche möglichen Hilfsmittel in Word gibt es dazu? Hierzu stelle ich dir heute ein schönes Hilfsmittel, die Gitternetzlinien, vor. Zunächst markierst du hier ein Bild, weil die erste wichtige Einstellung, die du hier vornehmen musst, ist dann im Register Bildformat hier oben rechts erscheint es, sobald du ein Bild markiert hast, und dass du hier bei Anordnen Textumbruch einstellst transparent. Du kannst das Bild dann frei verschieben. Das ist die erste wichtige Einstellung, wenn du mit Bildern arbeitest. Und ein Hilfsmittel, was dir in Word sehr schön beim Ausrichten von grafischen Elementen hilft, ist im Registeransicht das Aktivieren der Gitternetzlinien. Dann siehst du hier ein schönes Gitternetz und dann kannst du hier jetzt in diesem Beispiel das Bild und diese Autoform schön ausrichten an diesen Gitternetzlinien, indem du es hier entsprechend hinziehst, und du hast dann auch gleich zum Beispiel immer einen passenden Abstand anhand dieser Gitternetzlinien. Eine nützliche kleine Einstellung in Word, die dir beim Arbeiten mit grafischen Elementen gute Dienste leisten kann. Wenn du diesen Tipp schon kanntest, kannst du ihn auch gerne in deinem Netzwerk teilen. Wenn er dir gefallen hat, hinterlasse einen Daumen hoch oder abonniere meinen Kanal. Bis zum nächsten Mal.